Wo Ach, sind ist doch die? noch so ein. Es gab noch ein 2v2. Spiel. Das habe ich auf meiner Wunschliste. Wo man auch so. Das ist auch so ein Ambiente-Spiel, wo man mit Wahlen schwimmen kann und so. Das Abzu? Ich glaube ja. Das würde ich mir So. irgendwann holen und mal angucken. Und wenn das ein schönes Spiel ist, dann kann man das ja auch mal bei den Würfeln machen. Ja. Früchtekompott kann ich auch noch mal machen. Wir haben eh so viel Gemüse. Ja. Ich bringe dir noch eine. Nein, ich bringe dir keine Mango. Ich esse die Mango. Ja, bitte bring mir keine Mangos. Wir haben so viele Mangos. Könnten wir nicht genügend Mangos holen? Aber ich nehme mal 16. die. Auf dem großen Flur 16 Motoren. Aber klar, je größer das wird. Und wenn man dann natürlich sehr lange spielt. Verständlich. Ja, bei den anderen 8. Ja. Ich bin froh, dass wir mit 4 auskommen. Ich fand das mit 2 schon nervig genug. 4 ist jetzt echt nicht mehr schön. Und mit 16 Motoren die alle anzumachen. Oh Gott. Ja. Zentraler Knopf kommt hoffentlich für sowas noch. Oh, was muss das für ein Floß sein? Mit 16 Motoren? Naja, wenn du es groß genug machst. Ich meine, wir sind hier ja relativ komfortabel noch platztechnisch. Aber wenn man in so einen Spielstand wirklich mehrere, also 20, 30 Stunden oder mehr reingesteckt hat, dann hat man natürlich irgendwann auch mal Langeweile und macht das Floß nochmal größer. Könnte ich mir vorstellen. Hattest du diesen Wettbewerb gesehen? Also ich habe das auf Twitter gesehen. Ah, ja, der war Floß mit creative. Flößen. Ja, aber Der. da waren. Da waren War das richtig ein riesige Kran Dinger. als Floß oder was das war? Das waren welche, da dachte ich, die sehen gezeichnet aus. Vor allem das ein Pixel-Ding. Aber da war einer, der war aus dem Kran, der sah aus wie aus dem Spiel. Viel Treibstoff. Ja, da braucht man viel Treibstoff und viele Bienen. Das kann ich mir vorstellen. Obwohl ich finde, dass die Triebwerke jetzt nicht zu viel verbrauchen. Also, es geht noch. Vielleicht brauchen wir noch ein paar mehr Blumenkästen für die Bienen. Ja, da bin ich absolut für. Das wäre vielleicht mal. Kann man Blumen anbauen und kriegt dann mehr Blumensaat daraus? Das wäre uns Du definitiv kannst wert. Blumensaat daraus bekommen. Ich weiß aber nicht, An Bord enthalten. inwiefern du. Also immer bekommst du, glaube ich, nicht. Und bekommst auch nicht mehrere Saat. Ja, weil das ist jetzt ja gerade so dieses, weshalb wir immer zu kleinen Inseln müssen. Und ich krieg Ja. den Hai nicht tot. Ja, ich kenne das noch aus meiner Raft-Anfangszeit halt, dass man die Blumen eigentlich nur zum Färben brauchte. Und da ich kein Interesse am Färben habe, denke ich da einfach nicht dran, dass man die im Early Game vielleicht schon mal mitnehmen sollte. Und ich sollte was essen und trinken. Ja, als wir gerade angefangen Genau, haben, pro 100 anzufangen. Foundations ein Motor. Ist das. Warte. Ist das bei 16 Motoren? Ja, bis zu 1600 Foundations. Das sind ein paar. Krass. Ah, der ist auch fertig. Perfekt. Mache ich denn? Wie sieht's denn aus mit dem? Ach, dafür brauche ich Nein, Dings. ich hab. Doch! Ah! Ich hab den Hai tot. Ah, gut, gut, gut. Ich dachte nämlich gerade so, oh, ich hab schon wieder den Hai verfehlt. Aber ist er dann gestorben. Ah, okay. Drumstick. Ja, das Algen brauchen wir. brauchen wir nicht mehr, ne? Algen auch nicht. Oh ja, auf so einer Größe macht es Spaß mit der Seilrutsche. Das kann ich mir vorstellen. Oh, stimmt, dann lohnt sich die Seilrutsche auch. Ja, dann Bei lohnt sich uns das. lohnt sich die ja nicht wirklich. Ja, wir wollten ja vielleicht nochmal einen Turm bauen. So einen Aussichtsturm. Da kann man dann runterrutschen oder so. Mal schauen. Aber so ein ganz großes Rush stelle ich mir halt auch praktischer vor, wenn man es wirklich mit mehreren Leuten spielt. Aber man muss erstmal mit mehreren Leuten dann anfangen. Ja.
stelle mir das halt so hart vor, mit 4 Leuten anfangen und man, jeder hat halt nur eine Brotplatte gegeben. Ja, das muss echt. Da macht es wahrscheinlich Sinn, wenn einer alleine anfängt, erstmal so ein paar Grundsachen aufbaut und dann kommen die anderen erst dazu. Also, das wäre doch auch mal witzig für so einen Stream. Wirklich zu viert anfangen. Ja, einfach mal gucken, wie das ist. Oh, und ja, dann halt essen. Oder mit möglichst vielen Leuten anfangen, aber mit so Permadeath. Das heißt, wenn sie tot sind, sind sie tot und raus. Ja, stimmt. Ich hab's immer alleine gespielt. Oh, ja gut. Alleine, ja. Ich glaube, da hätte ich nicht die Energie zu, dann so einen riesen Ruff zu bauen, aber Hut ab. Hut ab. Ah, meine Hand liegt schon wieder komisch. So. Wo haben wir dein Essen? Oh, du kochst wieder? Ja. Das Problem ist, dass man für alles irgendwie die Pilze braucht. Ja, wenn man selber Pilze anbauen könnte, ist das so cool. Ja, das wäre auch noch gut. Ah, da wäre eine Insel. 800 Meter rechte Seite. Oder 800 Einheiten, keine Ahnung, ob das Meter sind. Seemeilen. Wer weiß. Ja, ich habe immer noch Steine. Die Dingens? Auf der Map. Die schwimmende Stadt wieder. Nee, irgendwas. Nicht die schwimmende Stadt. Ich dachte nur an eine große Insel, dass man da nochmal Pilze holen kann. Achso, ja. Aber ich bin hier noch beschäftigt, wir sind ja noch nicht unterwegs. Ja, gut. Dann mach erstmal fertig. Wo haben wir... Achso, egal. Ich habe jetzt was gegessen, was getrunken. Bevor der Hai wieder auftaucht, sind wir wieder unter Wasser. Alles klar, ich komme gleich auch nochmal runter. Huch. Ja, Speer hat noch ein bisschen. Ja, komm. Oh, der Hai ist wieder da. Gut, dass er mich noch nicht gefunden hat. Nee, ist gerade bei mir. Wir müssen uns mal öfter die Taucherausrüstung machen, die ist echt nützlich. Würde ich auf der großen Insel, glaube ich, mal wieder machen. Ich vergesse die voll. Ja, ich vergesse also auch immer wieder, dass die existiert. Detektor. Boah, die wär, mit dem Detektor war ich schon auf der Insel, da war nur Müll. Oh nein! Ah, bleib und der war ein bisschen spät. Ich hab ihn aus dem Auge verloren. Pass mal ein bisschen auf gerade. Ach, da ist er. Okay. Ja, alles gut, alles gut. Ist ja nicht schlimm, mich dran zu erinnern. Nur, ja, war ich schon. Ich höre den Hai, glaube ich. Nee, okay. Ich hoffe mal. Das kann auch einfach unser Lauf sein. Hm, du bist manchmal ein bisschen... Achso, das bin ich am Ertrinken. Ups. Oh Gott. Oh, ich weiß nicht, was heute los ist. Normalerweise spiele ich ein bisschen besser. Ich bin viel besser, als ich bin. Okay, es sollte jetzt auch hoffentlich alles gepanzert sein. Alter! Oh nein! Warte, hast du was gerade gesehen? Warst du gerade auf dem Floß? Ja, ich hab das gesehen. Ich hab gesagt, der Hai ist durchs Floß geschwommen. Oh! Er geflogen. Kann es sein, dass das Wasser oder irgendwas wieder hier leer ist und so Tiere haben? Ist Wasser leer? Vermutlich ja nicht. Oh, Batterien ja doch. Dann, ne? Vom Wassertank ist die Batterie leer auf jeden Fall. Oh ja, und die Batterien hier sind auch leer. Ja, es ist eine noch im Ladegerät, die andere kannst du ja aus der Truhe nehmen. Ich mach dann... Hast du? Das? Hier. Hier, du bist eben gerade genau dran vorbeigelaufen. Ach, hier, ah. Die rechte Truhe sind die vollen Batterien. Und da ist noch eine volle, ne? Ja. Was war das? Der Hai ist gerade durchs Bild
geflogen? Ja, Geschwommen. bei diesem Wellengang buggt irgendwie so ein bisschen die Schwimmphysik von allem rum, habe ich immer das Gefühl. Es wäre witzig gewesen. Wäre der dann hier so draufgelegen? Nee, wenn er so, ah, ich schwimme hier drauf, ich esse jetzt eins eurer Tiere. Also es wäre nicht witzig gewesen, aber... Nee, witzig wäre das nicht gewesen. So, haha, ich bin jetzt auf dem Boot, jetzt kann ich euch beißen und eure Tiere beißen. So, das Ding läuft auch wieder. Oh, weißt du, was auch cool wäre? Hä? Verschiedene Haie. Ja, oder dass du Skins auswählen oder verschiedene Skins auswählen kannst für den Hai. Oder halt einfach zufällig. Oder zufällig. Weil ich finde es natürlich cool, wenn dann schwimmt man und dann bam, Hammerhai. Also, ich will ein bisschen Depth in RAM. Jeder Hai hat unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedlich schnell. Ich glaube, das wird nicht kommen. Ja, das wäre ein bisschen viel. Ja, das wäre too much. Haben wir noch einen Speer? Sonst müsste ich mir nochmal einen machen. Dann mache ich mir nochmal. Ich glaube, zwei Barren und ein Bolt. Ja. Ach ja, ich habe hier eine Angel gefunden. Ich kann angeln gehen. Ja, bist du fertig unter Wasser? Ja. Ja, gut, dann können wir weiter. Wo haben wir jetzt eigentlich unsere ganzen Tierköpfe? Beim Dings. Bei der Treibstoff-Dings. Treibstoff? Ja, ja. Weil man die da reinschmeißen kann, ja. Zum Verrotten. Treibstoff ist halt gut. Und wir wollen jetzt zur großen Insel? Ich nehme an, das ist eine große Insel. Es kann halt auch random eine von den anderen sein. Für mehr Pilze. Aber ich glaube, wenn die nicht markiert sind, ist es eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass es eine große ist. Also eine normale große Insel. Ich glaube, es gibt ja auch die Wüsteninseln mittlerweile. Die so ein bisschen sind wie Caravan Town, nur nicht Caravan Town. Hey, da waren wir doch schon auf einer. Ja, damals hatten wir nur das Zipline-Tool noch nicht. Die konnten wir ja nicht vernünftig erkunden. Ja, stimmt. Da waren wir nämlich in Caravan Town. Ja, so. Boah, viel mehr Eisen. Ja. Ich höre eine Möwe. Ja, ich auch. Bin am Angeln. Nee, der war zu hoch. Mist! Ja, eine Vogelscheuche ist weg. Oder ein Stück davon. Wir haben fünf weitere. Naja, ist nur ein Arm ab. Das geht. Wir haben Boni. Ich angel jetzt den Hai. Das ist eine gute Idee. Er ist an der Angel vorbeigeschwommen. Wir können später mal hier oben so einen Wassertank hinstellen. Ja, das wäre praktisch. Dann können wir die ganzen Purifier mal wegmachen. Hey, ich fange die ganze Zeit nur diesen Chill-Path. Ja. Was? Hier gab's denn nie. Einen Fisch, der mit Tier-Path. Tilapia. Ja! Ja, ist ja okay. Aber wirklich, jeder Fisch, den ich angel, ist so einer. Ist erstmal okay. Habe ich hier eine bestimmte Angel irgendwie? Wahrscheinlich also, nicht. Der ist nur relativ wahrscheinlich. Ich habe fünf Fische hintereinander. Wann der? Ah, jetzt einen anderen. Ein Pommesfisch. Ach, der Pomfret. Ja. Und ein Catfish. Wir brauchen eher Lachse. Für das Catfish-Ding zum Essen braucht man Pilze. Pilze? Nee, kein Lachs.
Ja, jetzt angel ich jedes Mal 9 Fische, nachdem ich mich jetzt beschwert habe. Aber kein Lack. Ja, schade. Schade, schade. Ja. Ah, jetzt ein Lack! Hey, das ist super! Hm. Ich wollte mich öfter beschweren. Mhm. Wie lange hast du denn heute noch vorzumachen? Nicht mehr so lange. Wir machen ja schon relativ lange. Dann würde ich heute mal pünktlich Schluss machen. Du wirkst etwas müde. Ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ich die Küken noch schlafen legen muss. Ich glaube nicht. Wir sind eigentlich relativ ruhig gerade. Ich meine, wir könnten... Ja, komm, wir segeln jetzt noch zu der großen Insel und danach können wir ja erstmal Pause machen. Hm. Also für heute erstmal. Ich habe bei denen noch Licht an und ich weiß nicht, ob ich das über Nacht anlassen soll. Ne, das wahrscheinlich nicht. Und wenn ich das ausmache und sie nicht unter der Platte liegen, dann werden sie ganz laut wieder werden. Mhm. Und ich unten von meinen Rex-Schuhen wischen. Stimmt, wolltest du auch noch. Oh, ich sehe gerade, wir könnten noch mal einen Bienendings machen. Ja? Ja. Nee, Hinch kriege ich hin. Dann mach das, weil wir brauchen halt für Heilung brauchen wir Bienenwachs und für Treibstoff. Ja. Ja. Mach ich das mal. Brauche ich Lehm. Lehm ist hier. Und 2 Hinges. Ja, von denen haben wir eh so viele. Gerade auch wieder so schöne Musik. Hä? Schöne Klaviermusik. Ja. Also, nee, ich hab nicht Klaviermusik. Ich hab so eine. So Stammesmusik, ein bisschen mit. Wie diese ruhige. Ich hab hier gerade voll schön Klaviermusik und dann spiegelt sich der Mond auf der Welt. Das ist voll schön gerade. Ich schlafe hier gleich ein. Ja, wir sind bald da. Ah ja, das sieht aus wie eine normale große Insel. Mit Vogel? Das weiß ich noch nicht. Das sehen wir gleich. Warum habe ich bei Raft immer die Hand so komisch? Krieg ich immer eine taube Hand irgendwann. Ich sitze okay. Wahrscheinlich irgendwie komisch an, nur bei Raft. Das wären wir andere ich Sachen... Immer irgendwie Rückenschmerz oder was das war bekomme, wenn man Scrap Mechanic spielt. Ja. Ja. Das ist diese kleine? Nee, ich will sowieso weiter da. Ja, wir haben jetzt erstmal ein paar Fische. Das ist sehr gut, dann kann ich gleich erstmal wieder Essen kochen. Ach, wir haben hier nochmal fertiges Essen. Könnten mal wieder Lehm holen für so ein paar Schalen. Also ich sammle mittlerweile eh Lehm auf, wenn ich den hier auch für Heilung brauche. Stimmt. Hey, was ist das für eine Insel? Hä? Das ist eine normale große Insel. Also sie hat auf jeden Fall den Vogel. Oh ja, ich sehe ihn. Na gut, kümmern wir uns nächstes Mal drum. Ich glaube, das ist aber wieder fast das gleiche Layout, was wir letztes Mal hatten. Mit dem Berg da oben und so. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, dass die halt so flach ist, aber nur einen spitzen Berg hat. Aber nee, jetzt fahren wir näher. Ja, das geht dahinter noch weiter. Das heißt, Wildschwein wird auch wieder geben. Ja, Warzenschwein. Ja, dann halt das. Mhm. Ich habe einen Schuh und noch eine Lampe. Nein! Eine Kerze im Glas. Ja. Ich würde die gerne anzünden können. Ja. Ich meine, die konnte man früher mal anzünden. Bin mir aber nicht mal hundertprozentig sicher. Oh, die Batterie ist leer. Ja, dann laden wir die mal auf.
Müssen wir irgendwie einschlagen oder so? Ach so, du hast das schon. Ja, alles gut. Das müsste ungefähr passen. Ach ja. Ja, ich werde auch langsam müde. Erinnere mich mal gleich daran, dass ich den Wecker noch umstellen wollte. Oh, wir müssen unbedingt mal ans Meer, dann im Meer schwimmen. Ja, zumindest ans Meer ist okay. Ja, du wirst mit mir nicht ins Meer, ans Meer fahren können und dann schwimmen. Och, kann ich schon. Kommt das Wetter an. Denkst du? Ja, ich meine, dass ich schwimme, kommt das Wetter an. Dass Ja, du aber. sowieso ins Meer gehst, das ist mir bewusst. Ich frag mich. Okay, ich frag mich jetzt wirklich. Wenn wir jetzt ans Meer fahren, würde ich ins Wasser gehen. Also mit den Füßen garantiert. Aber ganz wahrscheinlich nicht. Das wäre dann voll das witzige Bild. Ich würde dann wahrscheinlich meinen Mantel anhaben. Und dann wo, Mantel an, Mütze auf, aber Hauptsache barfuß dann ins Meer laufen. Ja, das wäre sehr typisch du. Ja. Und dann, oh nein, mir ist der Mantel ins Wasser gefallen. Ja. Warum gehe ich auf die Insel? Wir wollten doch warten. Ich mach nur noch mal was zu essen an hier. Silberalge und dann davon was Mango? Oh ja, dann Mango. Und dann machen wir aus. Ja, dann würde ich sagen, Mama, hier Schluss. Ja, dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.